Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Die Rückrunde fängt endlich an und ja, der ein oder andere wird sich vielleicht wundern, wer da in seiner Abo-Box auftaucht. Ja, tatsächlich gibt es mich auch noch. Ich habe zwar ein paar Premier League-Videos hochgeladen, aber die haben ja, glaube ich, nicht so viele Leute interessiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es geht los mit Hoffenheim gegen Bayern. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen, da jetzt die Transferphase aktuell läuft. Und ich gerade Klausurenphase habe, kann es sein, dass der ein oder andere Transfer noch nicht ganz aktuell ist. Dann ist es eben so, akzeptiert das und ja, dann geht's jetzt erstmal los. Der Auftakt zur Rückrunde lautet TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. In der Würsol-Rhein-Neckar-Arena war der FC Bayern München zu Gast und auch so hieß ja schon das Auftaktspiel zur Hinrunde. Damals gewann Bayern. Etwas schmeichelhaft, aber nicht unverdient am Ende. Trotzdem hier der FC Bayern München, klar spielbestimmt. Die Aufholjagd auf den BVB sollte jetzt starten und es klappte ganz gut. Achte Spielminute, Joshua Kimmich, sein zweites Saisontor. Im Mittelfeld heute aufgestellt und Rafinha auf der rechten Verteidigungsposition. Wichtig und richtig in dieser Situation für Niko Kovac, dass Kimmich dasteht und den Ball dann reinhämmert, aber Hoffenheim wollte direkt antworten. Nico Schulz mit der Flanke und das auch der Kopfball von Amiri. Testet da Manuel Neuer, der streckt sich und kann ihn klasse aus dem Winkel klären. Und dann hier die TSG Hoffenheim, spielt gut von hinten raus nach vorne und dann die nächste Möglichkeit. Demir Bay und der Abschluss von Brennett ist aber zu schlecht. Es war eine offene Partie hier zu Beginn. Aber Bayern führte eben mit 1:0 durch das Tor von Joshua Kimmich und jetzt kam sie wieder nach vorne. Langer Ball über die rechte Außenbahn und Thomas Müller nimmt den Ball dann ganz gut mit. Eine Körpertäuschung, Lewandowski hat die Übersicht, Joshua Kimmich viel zu frei und lässt Oliver Baumann wieder keine Chance. Drittes Saisontor, 25. Spielminute. Zwar hatte Bayern nicht die Mehrzahl an Torchancen, aber eben die Tore. Trotzdem Hoffenheim gab sich natürlich nicht auf. Nagelsmann startet ja jetzt in seine letzte Halbserie für die TSG und jetzt wollten sie es wieder spannend machen und schaffen das. Nadim Amiri, erstes Saisontor, viel Verletzungspech bislang schon gehabt und jetzt steht er hier richtig, hält an die Fußspitze rein und bringt den Ball mit der Sohle über die leere Torlinie und vor der Pause nochmal die TSG. Nelson mit der Flanke, Boateng kann es erstmal klären, aber Alaba dann im Endeffekt nicht komplett bereinigen. Die Flanke und das Nico Schulz und Ausgleich. 43. Spielminute, Nico Schulz mit dem 2:2. Hat ja Zuba vertrieben, der zu Stuttgart verliehen wurde. Und das beweist da hier erstmal, dass das die richtige Entscheidung war. 2:2 also zur Pause, nicht unverdient, trotzdem Bayern nach 2-Tore-Führung normalerweise eine sichere Instanz, aber auch schon in dieser Saison gezeigt, dass das manchmal nicht der Fall ist. Das wollten sie jetzt besser machen und sie wollten wieder in Führung gehen. Martinez, Kimmich mal wieder, der hatte richtig Lust. Zwei Dinger schon erzielt, aber Baumann diesmal auf der Hut und ohne Probleme. Etwas über 20 Minuten noch zu spielen, auch Hoffenheim ging jetzt nochmal auf den Dreier, wäre ja auch extrem wichtig. Man möchte ja am Ende der Saison in der Champions League landen. Aktuell ist man auf Platz 7. Dazu wäre ein Sieg sicherlich notwendig. Aber auch Bayern, klar, immer nach vorne. Man darf sich hier eigentlich in der Rückrunde keine Schnitzer mehr erlauben, wenn man es mit dem BVB aufnehmen möchte. Thiagos Schuss hier wird aber von Kevin Vogt mit dem Schienbein noch abgewehrt. Eckstoß, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Alaba bringt den Ball rein und ausgerechnet Joshua Kimmich, nicht der Größte, nicht mal im Ansatz und trotzdem ist er derjenige, der hier Bayern wieder in Führung bringt. Schlägt auch nicht perfekt im Winkel ein, aber unübersichtliche Situation für Baumann. Doch Bayern fing jetzt an nachzudenken. Fehler von Süle, Amiri mit der Flanke, Belfodil mit dem Kopf. Neuer hält den Ball aber fest. Schlussphase jetzt nochmal spannend und spektakulär. Bayern bekam jetzt aber mehr Räume, die Nachspielzeit schon abgelaufen. Robert Lewandowski nochmal, der Pole kann dann auch noch einen erzielen. 11. Saisontor, 94. Spielminute, jetzt war alles klar. Der FC Bayern München setzt sich am Ende durch in einer tollen Partie zum Auftakt des 18. Spieltags
zum Auftakt in die Rückrunde und damit kann man erstmal ein Ausrufezeichen und eine Duftmarke in Richtung des BVB setzen. Bayer 04 Leverkusen muss sich jetzt beweisen. Heiko Herrlich ist nicht mehr das Opferlamm. Er kann nicht mehr für Niederlagen hingestellt werden. Jetzt muss man gegen Gladbach ran und die starteten hier ganz gut, weil sich Leverkusen Fehler leistete. Hermann mit der ersten Möglichkeit. Aber Radetzky ist da und verhindert die frühe Führung für die Gäste. Das wäre für Peter Bosch der Super-GAU gewesen zum Einstand. Aber Radetzky war eben da und jetzt auch Leverkusen nach vorne erstmal aktiv, weil Wendt und Johnson den Ball hier nicht geklärt bekommen. Bailey mit der guten Aktion, super Finte nochmal zurückgelegt. Jedwei, langsam müsste der Ball dann mal aufs Tor kommen und das Kevin Volland und macht fast das 1:0. Viertelstunde gespielt, die beste Möglichkeit für Bayer 04 und das war wirklich haarscharf. Jan Sommer hätte sich strecken können, wie er wollte, da wäre er nicht rangekommen. Halbe Stunde knapp gespielt, Leverkusen aktiver jetzt nach vorne. Bailey über die linke Seite, hat da viel zu viel Platz und Volland ebenfalls. Und er lässt sich da nicht bitten. Siebtes Saisontor Kevin Volland. Eben hat er noch daneben gezielt. Jetzt ist er da. Setzt sich da gut ab. Das sind vernünftige Körpertäuschungen. Trotzdem muss da ein Verteidiger dranbleiben. Bayer und Strobel heute in der Innenverteidigung. Player über die linke Seite nimmt da dann Traoré mit. Traoré wird nicht angegriffen. Dennis Zakaria. Ausgleich, 44. Spielminute. Das ging jetzt auch ein bisschen einfach. Leverkusen nach vorne, Hui. Und nach hinten, wie so häufig auch, Pfui. Der darf da so nicht zum Schuss kommen. Und Zakaria dann mit dem 1:1. So ging es auch in die Pause, ging auch so in Ordnung. Bei 0-4 Leverkusen konnte sich mit diesem 1:0 nicht in die Pause retten. Und Gladbach hatte jetzt Lunte gerochen und sie spielten noch aktiver nach vorne. Player auf der rechten Außenbahn bringt den Ball per Flanke rein. Das Dennis Zakaria und das geht auch wieder viel zu einfach. 55. Spielminute, dritte Saisontor, Doppelpack, Dennis Zakaria und die Partie war gedreht. Player hat viel zu viel Platz auf der rechten Seite, kann die Flanke dann bringen und das Kopfballduell wird von Baumgartlinger auch eher halbherzig geführt. Keine Stunde gespielt, dann aber wieder Leverkusen. Havertz bringt den Ball zu Brandt, der mit der schönen Flanke. Zweiter Pfosten, ähnlich wie eben das Tor von Zakaria, aber Bailey war jetzt unter Bedrängnis und ist nicht so der exzellente Kopfballspieler. Kommt zwar als letzter dran, aber kann ihn nicht aufs Gehäuse bringen. Sommer kann den Ball ganz einfach ins Ausgucken. Dann wieder Gladbach. Kramer, guter Ball auf Neuhaus und der hat die Übersicht, die Kontrolle, Kramer, Player, 3:1, 66. Spielminute und die Leverkusener Fans waren jetzt richtig bedient. So richtig verständlich konnten sie damit nicht umgehen, dass Herrlich rausgeschmissen wurde und so ein 1:3. Keine 20 Minuten vor dem Ende war dann auch nicht unbedingt so das allerbeste Zeichen, aber Leverkusen versuchte es hier zumindest das 3:3 zu erzielen. Fast mit dem 2:3 trifft hier aber nur das Außennetz. Der Winkel in dieser Situation doch deutlich zu spitz. Sonst wäre Johnson auch auf der Linie da gewesen. Aber Leverkusen gab sich nicht auf. Havertz nochmal auf Volland in den Lauf. Kein Abseits. Kevin Volland gegen Jan Sommer behält die Nerven. Der Anschlusstreffer. 87. Spielminute. Doppelpack für Kevin Volland. Die Hoffnung bei Bayer. Aber es war auch die letzte Aktion dieser Partie. Leverkusen kam nicht mehr gefährlich vors Tor und so gewinnen die Gäste mit 3:2. Tolle, spektakuläre Partie und es geht schlecht für Leverkusen los in die Rückrunde dieser Saison. Der VfB Stuttgart hat auch noch Nachholbedarf, was Punkte angeht. Aktuell auf Platz 16, das möchte man jetzt nach dem 1:3 zu Hause gegen Schalke, zu Hause gegen Mainz erstmal wieder besser machen. Die erste Möglichkeit gehört hier Mario Gomez gegen Robin Zentner, der ist aber da und kann den gut rausfischen. Vernünftige Anfangsphase der Elf von Markus Weinzierl, aber sie wurde noch nicht belohnt mit einem Treffer und dann der anschließende Eckstoß. Von der rechten Seite Daniel Didavi wird den mit links reinbringen, zum Tor hingezogen. Gentner kriegt den auf den Kopf, aber Brosinski steht auf der Linie richtig und kann den dann klären. Dann auch mal Mainz mit einem kleinen Offensivzeichen. Gilbert Kunde, Boetius, Danny Latzer, nochmal Boetius, aber kein Problem für Ron-Robert Zieler. Das war eher
ein harmloser Versuch. Immer wieder Standards dann für Gefahr hier sorgend. Da kommt Marc-Oliver Kempf auch zum Ball mit dem Schädel, aber setzt ihn etwas zu hoch an. Trotzdem gewinnt dort das Kopfballduell gegen Aaron Martin, aber eben noch zu erfolglos. Dann nochmal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Santiago Ascasiba kommt nicht durch. Gentner steht dazwischen, probiert es dann selber. Die einzige Möglichkeit in der Situation, die ihm offen blieb, hätte vielleicht auch nochmal rüberlegen können. Er probierte es so mit vollem Risiko. Von Erfolg gekrönt war diese Situation dann nicht. 0:0, also zur Pause. War nicht so richtig spektakulär, aber Stuttgart versuchte es zumindest und so auch im zweiten Durchgang. Beck auf der rechten Außenbahn bringt die Flanke im Zusammenspiel mit Eswein. Beck kriegt den Ball nicht geklärt und Mario Gomez macht das 1:0. 58. Spielminute, 6. Saisontor für Gomez, weil Bell da sehr unglücklich aussieht und dann der Mittelstürmer hier, die Nummer 27, viel zu frei ist und tatsächlich macht er den dann auch mit dem Spann rein. Keine halbe Stunde schon mehr zu spielen und von Mainz nach vorne fast gar nicht zu sehen. Und dann mal Alexander Eswein. Da haben sich ja die Stuttgarter Fans teilweise auch mokiert. Warum holt man den? Aber der machte heute eine richtig gute Partie und hätte sich hier fast belohnen können. Der anschließende Eckstoß und immer wieder Standards, wie auch schon im ersten Durchgang von Didavi, die für Gefahr sorgten. Eswein, der war heute aber auch nicht vom Glück verfolgt. Bosinski steht auf der Linie und köpft den Ball dann gegens Aluminium. Dann wurde der Ball geklärt. Konnte die Elf von Sandro Schwarz nochmal nach vorne etwas bringen. Zur Schlussphase ein klares Ja. Und zwar so, Bosinski mit der Flanke. Jean-Philippe Mateta, sehr unauffällig in dieser Partie, trifft hier dann nur den Außenpfosten. Aber sie kommen zum Schlussspurt nochmal in den gegnerischen Strafraum. Kempf wehrt diesen Ball von Boetius ab, aber der kriegt die zweite Chance. Und Mateta wieder mit dem Kopf, wieder aus spitzem Winkel. Diesmal nicht ganz so schlecht, der Winkel. Aber Ron-Robert Zieler ist eben auch da und kann den gerade so noch halten. Wir sind schon in der Schlussminute. Die Nachspielzeit kurz vorm Anbruch. Boetius, viel zu viel Freiraum, kann sich da drehen und wenden. Da bekommt er nur Geleitschutz. Jean-Paul Boetius, 91. Spielminute. Der Stich ins Herz für den VfB. Die Mercedes-Benz Arena war alles andere als entzückt, aber das geht hier auch viel zu einfach. Dann ins kurze Eck reingezimmert. Für Ron-Robert Zieler gibt es da nicht so viel zu halten. Das war ein wuchtiger Schuss, auch wenn es das kurze Eck ist. Und so steht der Stuttgarter VfB am Ende nur mit einem Punkt da. Mainz kann damit deutlich besser leben. Frankfurt gegen Freiburg. Zuletzt war es ja hier im Waldstadion in der Commerzbank Arena ein 0:3 gegen Bayern München, was sich hier die Eintracht-Fans antun mussten. Aber sie kämpften wacker, konnten sich am Ende aber nicht dafür belohnen, lange mithalten zu können. Jetzt gegen Freiburg sollte dann erstmal Glück durch die Glieder fahren von Frankfurt. Super Möglichkeit. Mike Franz trifft aber nach Flanke nur den Innenpfosten. Höchstes Glück jetzt eben in dieser Szene für Frankfurt. Die kamen dann auch endlich mal nach über 20 Minuten nach vorne etwas auffälliger zu Wort. De Guzman, Fernandes, gute Kombination. Sebastian Haller. Und jetzt haben die Pech. Unglückliche Szene für Eintracht Frankfurt. Aber ebenso erging es ja auch schon den Freiburgern früh in dieser Partie. Mike Franz und Dominik Heinz hier mal etwas weiter vorne mit im Spiel. Gondorf, Kübler im Zusammenspiel. Kübler, aber dann auch nur relativ ungefährlich dieser Abschluss. Geht zwar gar nicht so weit vorbei, trotzdem, sonst hätte Trapp den auch gehabt. Der war nicht mit viel Wucht geschossen. Vor der Pause versucht es dann nochmal Frankfurt. Haller mit der guten Übersicht auf Kostic. Und da Costa mit Willems im Zusammenspiel. De Guzman, Fernandes wird nicht angegriffen. Sebastian Haller liegt nochmal zurück. Fernandes kommt aber nicht durch. Und dann war die Situation durch Gulde geklärt. So ging es mit dem 0:0 in die Pause. Durchaus vernünftige Partie von beiden Seiten. Und die Chancen waren auch da. Aber das Tor fehlte eben noch und für Freiburg war das erstmal der bessere Ausgangspunkt. Die könnten hier mit einem Punkt sicherlich besser leben als die Frankfurter, die ja oben in den Euroleague-Plätzen stehen bleiben möchten.
über die linke Seite dann mal eine missglückte Flanke. Bisschen sinnbildlich für das, was dann folgen sollte, weil so spektakulär die zweite Halbzeit nicht mehr war. Trotzdem, Frankfurt mühte sich, doch Freiburg stand sehr kompakt in der Defensive und ließ dann wenig zu. Jovic nimmt sich den Ball dann selber mal hoch, aber für Schwolo ist das alles andere als gefährlich. Fängt den Ball ganz, ganz locker ab. Etwas über eine Viertelstunde noch zu spielen, weiter Einwurf nach hinten, auch wieder etwas symptomatisch. Frankfurt versuchte es, lief an, aber die Ideen und die Chancen waren dann doch wirklich rar gesät. Koch schmeißt sich hier in den Schuss von Willems rein und mehr konnte man dann eigentlich auch kaum zeigen. Der hätte zwar gepasst, aber aus der Distanz ist das dann auch schwer als Möglichkeit zu verkaufen und Koch war eben aufmerksam. Der anschließende Eckstoß dann von Kostic reingetreten. Da kommt auch einer kurz, wird aber weit ausgeführt. Ein Dicker kommt dann auch viel zu frei an den Ball und macht dann auch viel zu wenig draus aus dem Platz, den er dort hatte. Ist eben Verteidiger. Wir sind schon in der Schlussphase. Nochmal Frankfurt. Sie wollten es jetzt am Ende ein bisschen mehr. Freiburg eben mit diesem Unentschieden gar nicht mal so unzufrieden. Da Costa nochmal mit der Flanke. Kübler kann es aber klären. De Guzman, Jovic legt sich den Ball auf den Fallrückzieher. Hier auf den rechten Fuß und dann war es das. Das letzte Highlight der Partie, ein 0:0, das den Frankfurter nicht ganz so gut schmecken dürfte. Dennoch war es eine vernünftige Partie, insbesondere bemühten sich die Frankfurter und das ist die Hauptsache. Der FC Augsburg empfing in der WWK Arena Fortuna Düsseldorf und die Düsseldorfer versuchten es hier erstmal mehr, das Spiel aufzuziehen. Augsburg muss hier aber eigentlich gewinnen, weil sie ein Platz und drei Punkte hinter den Fortunen stehen. Das dicke Ausrufezeichen wurde ja schon vor dieser Partie gesetzt. Friedhelm Funkel wird ab dem Sommer kein Trainer mehr bei Düsseldorf sein. Das schockierte wirklich viele Düsseldorfer Fans. Und das Spiel hier passt ein bisschen in das triste, ja, in die triste Verhaltensform, in die triste Gefühlslage der Düsseldorfer. Und die Möglichkeit, die hier dann nicht so richtig entstehen wollte, kam dann so halb zustande, aber auch nicht wirklich. Und ja, die Augsburger Fans waren auch nicht so begeistert. Es war hier wirklich ein ganz, ganz komisches Spiel mit wenigen, nahezu gar keinen Highlights. Stöger dann hier mit dem Ballverlust. Hahn gewinnt den Ball mit Schmid zusammen. Finn Burgersson hat die Übersicht. Michael Gregoritsch plötzlich völlig frei vor Michael Rensing. Und dann stand es plötzlich 1:0 für die Fuggerstädter. Und so richtig wusste keiner, wie das funktionieren konnte. Stöger einmal zu unachtsam. Die Augsburger spielten Düsseldorf hier vielleicht einfach in einen Schlaf rein. Und so sieht das dann am Ende aus. Die Gastgeber also mit 1:0 in Führung zur Pause. Die einzig nennenswerte Torchance war das dann eben auch. Und so war das dann auch in Ordnung. Düsseldorf wollte dann aber antworten und Augsburg zu Fehlern zwingen. Aber sie spielten ganz gut von hinten nach vorne raus. Sobotka passt auf, aber Bayer und Gregoritsch dann am Ende mit dem Abschluss nach 50 Spielminuten. Das sind eben die Highlights, die hier gezeigt werden, weil es nicht viel bessere gab. Aber Gregoritsch trifft hier den Ball auch überhaupt nicht. Und dann geht er wirklich haarscharf. Ja, 5 Meter am Kasten vorbei. Keine Stunde gespielt, dann wieder Düsseldorf. Hennings, gute Übersicht. Kenan Karaman gegen Stafilidis setzt er sich durch. Und plötzlich dann auch das 1:1. Ebenso überraschend wie das 1:0 vorhin fällt hier dann der Ausgleich. Kenan Karaman. Und auch mit etwas mehr Glück als Verstand. Der Abschluss ist am Ende natürlich sehenswert. Aber Stafilidis muss den Ball da klar rausbringen. Macht es nicht, schafft es nicht. Und so stand es dann 1:1. Und jetzt wurde die Partie tatsächlich nochmal etwas ansehnlicher. Aber war ja keine halbe Stunde mehr zu spielen. Irgendwann mussten sie auch mit dem Fußballspielen anfangen. Hahn, Gieselmann, Ayhan dazwischen. Und dann dieser Halbabschluss auch wieder abgewehrt. Trotzdem versuchten es die Fuggerstädter nochmal hier zu gewinnen. Sie würden ja mit einem Dreier punktetechnisch mit Düsseldorf gleichziehen. Und sie haben auch das bessere Torverhältnis. Würden also komplett an Düsseldorf vorbeiziehen. Hier die Doppelchance. Endlich mal wieder was. Aber Richters Schuss war dann am Ende zu schwach. Nochmal Düsseldorf 10 Minuten vor dem Ende. Dürften sie hier den Lucky Punch, den Lucky Win einfahren. Gieselmann, Sobotka legt rüber zu Luke Bacchio und dann konnte sich Lute mal auszeichnen.
steht ja jetzt mit Kobel und Kiefer im Konkurrenzkampf. Er konnte sich scheinbar in der Vorbereitung durchsetzen und hält zumindest das 0:0 fest. Nein, das 1:1, pardon. Zwei Tore hatten wir ja gesehen, aber es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. 1:1 geht dann auch in Ordnung. Keiner hatte hier den Dreier so wirklich verdient. Werder Bremen ist so hoffnungsvoll in diese Saison gestartet. Zum Ende der Hinrunde wurde es dann aber doch etwas bitterer, diese Pillen, die sie schlucken mussten. Aber Hannover 96 wäre gerne in der Lage des SVW. Die Gäste hatten hier die bessere Anfangsphase und kamen dann auch zur ersten Möglichkeit über Johannes Eggestein mit der Flanke. Und die wird gar nicht mal so ungefährlich, senkt sich dann fast hinten in den Knick rein. Aber die Wiederholung ersparen wir uns, denn so knapp war es dann doch wieder nicht. Über eine Viertelstunde schon gespielt, dann auch Hannover 96 endlich mal. Man merkte die Verunsicherung, aber die spielten sie sich so langsam jetzt raus und da konnten sie dann auch gleich zustechen. Weidern scheitert erst an Pavlenka und dann steht Genki Haraguchi am zweiten Pfosten völlig frei und drischt den Ball dann unters Dach voller Wut aus spitzem Winkel und den verballert er fast noch. Hätte ja in die Situation von Hannover 96 gepasst. Jetzt machte er aber das 1:0. Bremen war aber die bessere Mannschaft und hätte hier eigentlich eher führen müssen. Das ist dann mal Kevin Möwald. Rashica erwischt den Ball nicht richtig. Nach 29 Spielminuten stand es weiterhin 1:0. Wir sehen es in der Wiederholung. Lässt ihn über den Schlappen rutschen, aber was dabei dann rauskommt, ist eher etwas kläglich. Dann dieser Ball von Eggestein, sehr schön gespielt auf Milot Rashica. Der ist jetzt im 16er, kann sich da viel zu einfach drehen und Klaassen muss hier den Treffer erzielen. 35. Spielminute, steht genau auf dem Elfmeterpunkt, steht da zwar auch unter Bedrängnis, aber trotzdem, Esser musste eigentlich gar nicht eingreifen, der wäre auch so über den Kasten hinweggegangen. 5 Minuten vor der Pause, nochmal Werder Bremen. Guter Ball auf Max Kruse. Max Kruse, normalerweise macht er die Dinger hier rein, aber Esser ist da, der einen so schmerzhaften Bock in der letzten Minute gegen Düsseldorf sich erlauben musste, wo sie dann am Ende verloren. Hier hielt er erstmal das 1:0 zur Pause fest. Genki Haraguchi machte das etwas glücklich für Hannover, aber das muss man dann auch irgendwann mal haben, dieses Quäntchen auf der eigenen Seite. Sie versuchten es jetzt im zweiten Durchgang besser zu machen, aber bei Bremen war immer wieder einer dazwischen. Weidand mit dem Abstoß aus gut 20 Metern lang kam, konnte das aber entschärfen in erster Instanz. Dann aber wieder Werder Bremen stärker. Max Kruse, Waldemar Anton ist aber dazwischen und dann auch keine Gefahr in dieser Szene. Doch Werder Bremen versucht jetzt stärker zu werden und dann wurden sie das natürlich auch. Spielerisch waren sie hier auch klar überlegen. Max Kruse und diesmal wurde es richtig gefährlich und Michael Esser mauserte sich hier mehr und mehr zum Man of the Match. Da war er nämlich noch dran, der hätte gepasst mit den Fingerspitzen. Kriegt er die Kugel hier noch in eine andere Laufbahn. Dann dieser Eckstoß, der anschließende Theodor Gebrselassie. Aber auch das ist dann zu wenig. Der rechte Verteidiger ist kein Kopfballwunder, sieht man in dieser Szene wieder bestens. Doch sie versuchten es. Florian Kohfeldt kann hier eigentlich nicht mit einer Niederlage zufrieden sein. Nicht mal mit einem Unentschieden wären sie das. Aber Hannover wollte den Punkt jetzt mit Mann und Maus, die drei Punkte mit Mann und Maus verteidigen und hielten den Ball gut vom eigenen Kasten fern, indem sie dann wieder nach vorne spielten. Entlastung über Eckstöße und allgemein über Standards bekam sie dann rein. Weidand dann nochmal in der 78. Spielminute. Und die Frage, wurde es jetzt nochmal brenzlig? Die Antwort, nein. Werder Bremen schaffte es nicht mehr nach vorne zu kommen. Glücklich am Ende dieses 1:0, aber das ist Hannover 96 egal. Dieser Dreier ist lebenswichtig. Topspiel des 18. Spieltags, Leipzig gegen Borussia Dortmund. Im Hinspiel gab es für die Roten Bullen eine ganz schöne Klatsche, obwohl das Ergebnis deutlicher war als der wirkliche Spielverlauf. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den Schwarz-Gelben. Marco Reus mit der Flanke und Axel Witzel setzt sich da herausragend im Kopfballduell durch, testet dann mal den Ungarn Peter Gulaschi im Tor der Leipziger. Macht das super mit dieser Reaktion, kriegt da den Ball daraus. Aber Dortmund weiterhin stärker und auch immer wieder Konter. Leipzig versuchte nach vorne zu spielen. Die Möglichkeiten gehörten den Gästen und zwar so
in Person von Marco Reus. Flanke Jadon Sancho. 12. Saisontor für Marco Reus und das 1:0 für die Gäste verdient. Auch in dieser Phase setzt sich da gegenüber Meccano durch. Und Gulaschi kann aus der kurzen Distanz dann nicht mehr richtig reagieren. Jetzt wollte Leipzig aber antworten und dann spielten sie auch nach vorne. Timo Werner kann sich den Ball da gut zurücklegen. Sabitzer, Werner im Zusammenspiel. Sabitzer, Brümer mit dem Abschluss. Schwer für Bürki einzuschätzen, dieser Ball war noch verdeckt, der Schuss. Aber dann streckt er sich und kann den rausfischen. Super Parade von Roman Bürki. Aber Leipzig wollte noch im ersten Durchgang ausgleichen. Demme, Konaté, Sabitzer, Delaney mit der Grätsche legt er auf für Yusuf Paulsen und viel Glück jetzt für die Elf von Lucien Favre. Hätte schon 1:1 stehen können. Und nochmal Leipzig. Paulsen, Werner kommt eigentlich nicht durch. Der Abschluss von Konaté ist dann gar nicht verkehrt. Roman Bürki ist aber da und kann wieder parieren. Super Auftritt des Schweizers. Super Abschluss auch von Konaté, aber der Torhüter des Tabellenführers hatte hier wieder den längeren Hebel in der Hand. Es stand zur Pause also 0:1. Etwas glücklich für Dortmund jetzt, aber Leipzig wollte weiter daran schrauben und den Ausgleich möglichst schnell erzielen. Sabitzer auf Brümer. Und der wieder mit dem Abschluss. Diesmal etwas zu sehr auf Bürki gezielt. Der kann den Ball im Nachfassen dann noch fest parieren. Stunde knapp gespielt und Leipzig das 1:1 wirklich überfällig. So muss man es jetzt ausdrücken. Paulsen mit dem Kopfball, aber wieder Bürki. Das war einer der einfacheren. Dann auch endlich mal wieder Dortmund nach vorne. Guerrero kann den Ball da viel zu einfach halten. Klostermann kommt nicht rein und dann der Abschluss von Guerrero, aber kein Problem für Gulaschi. Wir sind jetzt schon in der Schlussphase. Kam nochmal Dortmund und es kam Paco Alcácer. Kein Dortmund-Spiel ohne ein Tor von Paco. 89. Spielminute. Jetzt war auch alles klar. Gut gespielt. Gute Übersicht und Paco Alcácer bleibt dann vor Gulaschi ganz cool, beziehungsweise hämmert einfach mal drauf und wird dafür mit dem 2:0 belohnt. Und dann nochmal Dortmund, sie konterten jetzt, 94. Spielminute, Paco Alcácer macht das selber, natürlich macht das selber, der hat das Selbstbewusstsein. Und mit seinem 14. Saisontor war dann alles klar. Herbe Schlappe für Leipzig und das Ergebnis am Ende des Tages viel zu deutlich. Normalerweise wäre hier auch ein Unentschieden oder ein Sieg für Leipzig drin gewesen, aber der BVB scheint die richtige Einstellung und das richtige Glück gefunden zu haben. 3:0 gewinnen sie hier im Topspiel gegen Leipzig. Der erste FC Nürnberg traf auf Hertha BSC an diesem Sonntagnachmittag. Schönes Wetter hier im Max-Morlock-Stadion. Aber es ging nicht so gut los. Hertha hatte die bessere Anfangsphase. Das ist Davy Selke, der sich da im Sprint mit dem Ball viel zu einfach durchsetzen kann. Dann einfach mal raufzieht. Und in der 4. Spielminute stand es dann 1:0 für die Gäste. 2. Saisontor für Davy Selke. Und der miserable Start für Michael Köllner und seine Elf. Super Abschluss. Klar, aber trotzdem muss hier normalerweise eigentlich besser verteidigt werden. Doch Nürnberg ließ sich davon nicht groß beeindrucken. Moral haben sie in der Mannschaft schon häufig bewiesen. Missy Can mit der abgeglitschten Flanke geht dann fast noch auf den Kasten rauf. Aber richtig gefährlich wurde es hier für Rune Jahrstein nicht. Zur Pause stand es dann 1:0. Es war eine bisschen komische Partie. Hertha war nicht die bessere Mannschaft, aber sie hatten eben den erfolgreichen Torschützen auf ihrer Seite. Das war Selke nach 4 Spielminuten. Dann der erste FC Nürnberg wieder auffälliger, auch nach vorne motiviert zu spielen. Matheus Pereira bringt den Ball rein und um ein Haar kommt Palacios Martinez richtig an den Ball und dann wird es normalerweise das 1:1 sein. Aber er trifft den Ball nicht, da ist er ein paar Zentimeter zu kurz am Fuße. Andrei Duda auf Plattenhardt über die linke Seite, dann Maxi Mittelstädt mit der Flanke und auch hier waren es eher missglückte Flanken, die zu Torschüssen wurden. Ansonsten war die Partie von Hertha gar nicht mal so gut gespielt. Petrak macht das hier dann überragend. Kjaer, Srelak,
aber plattenhart dazwischen. Nürnberg bemühte sich, aber auch hier fehlten so die hundertprozentigen Torchancen. Hertha war nicht die bessere Mannschaft, aber sie machten das clever. Paul Dardai und seine Hertha, die können eben auch verteidigen. Keine halbe Stunde mehr zu spielen, Nürnberg blieb aber weiter dran. Die Ecke von Fuchs erstmal rausgebracht und Palacios Martinez mit der super Abnahme und fast mit dem 1:1. Den trifft er nahezu perfekt, aber eben nur nahezu, und dann fehlt es nur ein paar Zentimeter zum 1:1. Wer verdient gewesen? Jetzt wieder Hertha. Mittelstädt bringt die Flanke rein. Duda auf Wladimir Darida. 0:2. 69. Spielminute. Erstes Saisontor für den Tschechen. Und das tat jetzt Nürnberg richtig weh. Der Klub war eben eigentlich die bessere, die aktivere Mannschaft. Sie versuchten hier was zum Spiel beizutragen. Und dann wurden sie so bestraft. Hertha BSC einfach abgezockt. Und das konnten sie jetzt auch so weitermachen bis zum Schluss. Hier bekamen sie nochmal die Möglichkeit zum 3:0. Arne Meyer trifft aber nur das Aluminium im Nachschuss. Ist es dann von Darida etwas zu schlecht. So gewinnt die Hertha am Ende mit 2:0. Nicht verdient, aber eben clever gemacht. Und so nehmen sie hier den Dreier mit und bleiben oben an den Euroleague-Plätzen dran. Und Nürnberg bleibt letzter. Der FC Schalke 04 konnte sich zumindest positiv in die Winterpause verabschieden mit dem 3:1 gegen Stuttgart, sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Aber da mussten sie jetzt dranbleiben, und gegen Wolfsburg wurde es nicht unbedingt einfacher. Die Wölfe gut drauf in den letzten Spielen. Die Königsblauen hatten hier aber die erste Möglichkeit. Weston McKennie ist das, der es mal versucht. Aber dann doch scheitert mit diesem zu schwach platzierten Schuss. Der VfL Wolfsburg war erstmal aufs Verteidigen konzentriert, dann aber mal ein Fehler von Schalke. Ginzek auf Memedi und Weghorst trifft nur die Latte. Pech jetzt für die Wölfe. Bruno Labbadia hätte sich natürlich darüber gefreut. Nochmal Schalke vor der Pause. Kelly Jury auf Stambouli. Und Castils ist da, kann eingreifen. Ob er das gewusst hätte, sei mal dahingestellt. Für die Moral ist es trotzdem wertvoll, der hätte aber wahrscheinlich nur den Außenpfosten geküsst. Trotzdem kann sich der Belgier dort selbst feiern. Gute Reaktion war es allemal. 0:0 zur Pause, Schalke war mehr bemüht. Die beste Möglichkeit gehörte aber Wolfsburg durch Weghorst mit diesem Lattentreffer. Und sie wurden jetzt im zweiten Durchgang stärker. Keine 5 Minuten gespielt, Ginczek, Stambouli mit der Grätsche völlig fehl am Platz. Ginczek und Memedi im Zusammenspiel, Ralf Fährmann pariert. Und kann das klären. Super Abschluss von Memedi mit dem linken Fuß. Und dann diese Tat von Fährmann auch auf jeden Fall ansehnlich. Schalke glitt jetzt die Partie hier so ein bisschen aus der Hand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs. Ginzek mit der Flanke und in der Mitte kommt Weghorst nicht dran. Das wäre sonst richtig brenzlig geworden. Verschätzt sich da komplett im Timing. Ansonsten hätte es hier 1:0 gestanden. Jetzt aber wieder Königsblau. Otschipka, Konoplyanka, und das Zusammenspiel ist hier gar nicht verkehrt. McKennie, Skripski. Auf Skripski konnte man ja als Schalke-Fan noch bauen zuletzt vor der Winterpause. Der Abschluss hier ist auch gar nicht so schlecht. Hätte gesessen, Castils ist aber da. 20 Minuten noch knapp zu spielen. Wieder der VfL. Es wurde jetzt offener. Maxi Arnold, super Ball, überragender Ball, und Itter trifft nur das Aluminium. Pech für Wolfsburg. Wieder Aluminium. War auch ein spitzer Winkel, trotzdem, das wäre es eben fast gewesen. Wolfsburg blieb aber dran und wollte unbedingt den Auswärtssieg hier mitnehmen. Das ist Giavogi, das ist Yannick Gerhardt, und das ist das 1:0. 80. Spielminute, zweites Saisontor für Yannick Gerhardt, der Gästeblock im Hintergrund. Sie sehen ihn jubeln, nicht unbedingt komplett voll bestückt. Aber umso zufriedener mit diesem Tor. Gerhardt zum Glück für den VfL. Oder kam Schalke nochmal? Sie kam nochmal, um das zu beantworten. Aber wurden sie erfolgreich damit? Ein 1:1 eigentlich schon zu wenig, aber zumindest moralisch wären das dann wichtig, dieser Punkt hier. Und dann McKennie. Es sollte nicht sein für Schalke 04 am Ende des Tages. Der 18. Spieltag geht zu Ende mit einer Pleite des S04.
Schalke verliert 0:1 in der Felddienstarena gegen den VfL Wolfsburg und bei den Wölfen könnte es einfach nicht besser laufen. Jo, das war die Prognose zum 18. Spieltag. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ansonsten lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video und tschüss.